Gestatten, dass ich mich vorstelle? Murr, hochberühmter Kater des Dichters E.T.A. Hoffmann. Meine Einfälle sind es, die er niederschreibt, und meine Beobachtungen. Denn über Dächer klettern und in fremde Fenster gucken, das kann nur ich. Hier wohnt ein merkwürdiges Geschöpf, Drosselmeier, stets mit geheimnisvollen Erfindungen beschäftigt. Sie sind alle merkwürdig, die Figuren dieser Stadt und wohl überhaupt die der Welt. In meinen Kateraugen sind es nur Puppen und in meinem Katerherzen gibt es nur einen wirklichen Menschen und das ist mein Herr. Er spielt mit diesen Puppen in seiner Fantasie und er erfindet mit ihnen die aufregendsten Abenteuer. Mit dem Apfelweib da erdichtet er eine andere Geschichte, der goldene Topf, worin er von ihrer Hartherzigkeit gegen einen armen Studenten erzählt. Oh, nun heißt es eilen, Kater Murr. Diese beiden Puppenherren sind auf dem Weg zu meinem Menschen. Und da könnte er doch vollends über dem Geplauder die größte Wichtigkeit vergessen. Mein Mittagessen. Zu meines Dichters Ehre muss ich sagen, er strengt sich an, mich zufriedenzustellen. Das Mahl ist köstlich. Nun, er liebt mich wohl als seinen Haus- und Schlafgenossen und dazu kommt meine Nützlichkeit. Nicht die als Mäusefänger, dafür könnte er sich jeden hergelaufenen Kater halten. Nein, ich bin sein Vordenker, der Einflüsterer der klügsten Gedanken. So habe ich ihm ein hochgelobtes Werk diktiert. Wie es heißt? Nun, wie sollte es wohl anders benannt sein als die Lebensansichten des Katers Murr? Bist du noch nicht angezogen, Hoffmann? Ja, Hoffmann, beeil dich, komm schon. Ja, ja, komm ja schon. Ich leide nicht unter der Krankheit der Schwachen, der Bescheidenheit. Ohne mich wäre mein Herr nur Hoffmann der Beamte geblieben. Durch mich wurde er zu Hoffmann dem Poeten, über dessen Märchen die Leser in Verzückung geraten, die Kritiker Seiten des Lobes schreiben und seine Dichterkollegen neidvoll fragen, woher hat er nur diese wunderlichen Ideen? Und weil er ein ehrlicher Mensch ist, gesteht er es von einem wunderbaren, wunderlichen Kater. Er hat mir Geschichten erzählt und die habe ich aufgeschrieben. Unsinn, Hoffmann! Das ist nichts weiter als ein dummes Katzentier. Selbst dumm. Vorsicht, er versteht alles. Oh, das tut mein Hund auch. Natürlich nur meine Befehle, aber da folgt er mir aufs Wort. Folgsamkeit ist ein Charakterfehler. Er besitzt Geist, Verstand und scharfe Krallen. Und einen Herrn, der voll Fantasie ist. Komm, Hoffmann, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen, wir werden erwartet. Beeil dich, Hoffmann. Die Gesellschaft wartet. Der Herr der Schöpfung hat nicht viele Wesen auf der Welt erschaffen, die ebenso klug wie schön sind. Was für ein prachtvolles Haupt, welch edle Ohren. Schönheit, dein Name ist Murr. Unser hochberühmter Dichter soll etwas vortragen. Ja, Hoffmann, erfinde er eine neue Geschichte zu unserer Erbauung. Ja, ja, bitte. Erfinden? Liebe Freunde, ich nehme aus dem Leben. Ich nehme euch. Oh. Die schöne Clara hier. Die könnte doch mit unserem werten Drosselmeier einen Weihnachtsabend verbringen, an dem Zauberei regiert. Halt! Nein! Nicht mit ihm. Mit einem... ja. Einem Nussknacker. Einem schönen, jungen Herrn Drosselmeier, der tapfer gegen Mäuse kämpft. Und so begab es sich. Die Mäuse
entwickelten immer mehr und mehr Massen. Und ihre kleinen silbernen Pillen, die sie sehr geschickt zu schleudern wussten, schlugen schon bis in den Glasschrank hinein. Soll ich in meiner blühenden Jugend sterben? Ich, die schönste der Puppen? Schrie Klärchen. Da bist du also, mein gezeichnetes Abbild. Bin mehr, bin lebendig, durch des Dichters Wort. Nur geschrieben, nur gezeichnet, musst in deinem Buche bleiben. Muss ich nicht, frei ist die Fantasie. Nicht immer, kleiner Kater. Stets wird es Zeiten geben, wo man sie in Ketten legt. Ich dagegen bin wirklich frei, kann wandern bis ans End der Welt, solang ich leb. Ich lebe in meinem Buch in alle Ewigkeit. Das stimmt. Mich wird es längst auf dieser Erde nicht mehr geben, wirst du noch immer die Geschichte von dem Kater Murr erzählen. Doch damit, kleiner Freund, werde auch ich auf ewig leben, solange Menschen Bücher lesen. Still jetzt, Hoffmann kommt. Mein guter Murr, mir ist auf dem Fest ein großartiger Einfall gekommen. Ich muss ihn sofort niederschreiben, um ihn nicht zu vergessen. Menschen müssen schreiben, um nicht zu vergessen. Bei Katzen genügt es, sich an die Erinnerung zu erinnern. Drosselmeier, verstehst du? Bring Clara einen Nussknacker als Geschenk. Geschenke, die man nicht fressen kann, sind so langweilig wie Schoßhunde. Kommt ein Kater in der Geschichte vor? Diesmal ist es nicht die Geschichte eines Katers. Dann will ich sie gar nicht hören. Er wird noch viele Geschichten schreiben, mein Herr. Und noch in 100 und mehr Jahren werden die Menschen sie lesen. Aber wenn es nach meinem Geschmack ginge, dann würde jede damit beginnen. Es war einmal ein wunderschöner, gescheiter Kater namens Murr. Kommen Sie, die Gäste, zum Medizinalrat Stahlbaum und seiner Gattin und den Kindern. Keine Katzen im Haus, das kann nicht gut ausgehen. Ha, da ist Drosselmeier und er hat tatsächlich einen Nussknacker unter dem Arm. Der ist ja viel hübscher als er, was allerdings keine Kunst ist. Sag, warum hast du das Fest zu früh verlassen? Ich musste meine Idee über den Nussknacker und Mäusekönig noch zu Papier bringen. Mäusekönig? Eine ganze Mäusearmee greift den Nussknacker an. Sie zerbeißen die Puppen, sie feuern mit Pfeffernüssen. Eine mörderische Schlacht tobt. Oh, Mäuse. Ich nehme an, die hast du deinem Kater zuliebe erfunden, damit er an deinem Buch Gefallen findet. Hm? Wohl möglich. Komm. Wir wollen etwas trinken gehen, Freund. Ich weiß jetzt schon, dass das Märchen vom Nussknacker so berühmt werden wird, dass man es Jahr für Jahr den Kindern erzählt. Alle Mäuse tretet an, damit ich euch fangen kann. Hier ein Schwänzlein, dort ein Ohr. Mäuse, Mäuse, kommt hervor! Ja, wie sieht's denn da aus? Bin ich denn besoffen? Eine gar arge Schweinerei ist das. Na, was sag ich? Schlimmer noch, eine Katerei. Punktum und Schluss und gute Nacht. Oh.
weile in einem asiatischen Garten. Nein, gnädiger Herr, weilen im Bett. Und hier ist euer Kaffee. Träume für den Dichter, Frühstück für den Kater. Traum nur? Nein. Mein Garten der Poesie ist für mich immer lebendig. Vielleicht, um sich das Leben leichter zu träumen. Auch wohl. Um davon zu erzählen. Ich mag meinen Herrn, weil er ein Träumer ist und die gehen sanft mit der Welt um. Das ist wichtig, nicht nur für Kater. Ihr, meine geschätzten Zuschauer, wollt wissen, was er sich jetzt in seinem Garten der Fantasie ausdenkt? Fragt mich, ich weiß alles und erzähle es gern. Das nächste Mal. Jetzt ist Zeit für mein Schönheitsschläfchen.